Ich werde es einfach mal wagen und hier ganz eiskalt durchschlüpfen. Schlüpfi, Schlüpfi. Habe ich gerade Schlüpfi, Schlüpfi gesagt? Da ist noch ein Knochi-Artefakt in dem Haus. Da werde ich gleich nochmal reinflitzen. Da oben kommt man rein. Da ist eine Tür. Wir gucken mal. Aber erstmal natürlich der Müllcontainer. Ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf, dass da mal wertvolle Dinge drin liegen. Hier ist natürlich wieder gar nichts. Tür von der anderen Seite blockiert, aber wir können schon mal reinlinsen, ob da eventuell Wachleute sich rumtreiben. Ich sehe aber schon mal niemanden. Ja, wir gehen einfach mal rauf. Gucken, was passiert. Hallo? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Haus komplett leer ist. Hier ist doch bestimmt irgendjemand. Geld! Essen! Oh, jemand verlangt nach Hilfe. Ja, ich meine, der nette Gefangene gerade eben verlangte auch nach Hilfe und wir halfen ihm und alles, was wir bekamen, ist, dass er uns umbringen wollte. Daher lieber vorsichtig vorgehen. Ich versuche mal systematisch das zu machen und fange oben an und gehe dann runter, weil unten auch das Knochenartefakt lagert. So, wer schrie denn um Hilfe? Was für Ratten? Hier sind gar keine Ratten. Erzähl doch nichts. Alles eine Falle. Ruf zu den Sphären, Band 1. Auszug aus den ersten Seiten des fiktionalen Werks. Als die Maschinen des alten Vehikels laut aufheulten, fühlte ich ein Unwohlsein in meinem Magen. Es war die Erfindung von Orchardo, dem dritten Präfekten der Akademie der Naturphilosophie. Er war hoch erfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeugs. Orchardo zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dicke Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Batmobil nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um aus dem Fenster zu schauen, da mir plötzlich nicht mehr, dick genug vorkam. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Brünn an und lächelte. Sag einige Verse der Danai auf, mein Schüler. Das wird dein Herz vor der Schändlichkeit des Nichts auf unserem Weg zu den äußeren Sphären schützen. Ich glaube, Batmobil war da unpassend. Es handelt sich wohl mehr um eine Mondrakete. Die Saturn 5. Teil 2. Orchardo war hoch erfreut, so wie ein 16-jähriger Junge am Vorabend des Festtags der Fuge. Ach, ich dachte vor seinem ersten Mal. Egal. Wenn wir wieder in Gristle sind, werde ich zum kaiserlichen Arzt ernannt. Weil kaiserliche Ärzte müssen mindestens einmal im Weltall gewesen sein. Wissen wir jetzt. Oder sie werden für ihre Ketzerei verbrannt werden, dritter Präfekt. Das hängt ganz davon ab, was wir dort finden werden. Die Stimme meines Meisters klang anders, als ob ihr die Luft der äußeren Sphären sonst unbekannte Eigenschaften hinzufügen würde. Unsicherheit, Schwäche und Angst. Ich wagte einen weiteren Blick auf das monolithische Gebilde in der Ferne. Ein Wunder für Orchardo, ein Rätsel für Aufseher Brünn und für mich ein prachtvoller Schrein des Wahnsinns. Bestimmt ein Bestseller. Teil 3. Ich habe keine Angst vor dem Nichts. Ich kümmere mich nicht um die geistliche Gesundheit der Schwachen, denn ich bin sein Bote, sein Auserwählter, habe sein außergewöhnliches Reich gesehen, wo er sich für immer von der Substanz des Nichts ernährt. Allein in Orchardos Schiff, dessen Deck rot mit Leben getüncht, zeichne ich mit meinen Fingern Pläne, während ich durch die Portale auf das Land blicke, das sich dort unten erhebt. Dort werde ich das erste Monument seiner Größe errichten, eine faulende Wunde im Fleisch der Natur. Geduldig werde ich bauen, auf dein Kommen wartend, o großer Spross des Nichts. Das wird immer besser, dieses Buch. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt will ich die restlichen Teile auch noch lesen, sofern es restliche Teile gibt. Können wir hier an den Braukesseln eigentlich irgendwas... Die sind zugekettet. Ja, ja, da will der Zoll natürlich wieder seine Alkoholsteuer schützen. War ja klar. Ja, ich höre dich da unten, aber ich ignoriere dich gerade mit Absicht. Wer hat sich denn hier mit seinem Geld hingelegt, um zu schlafen? Wer macht sowas?
Sehr ungewöhnlich. So, jetzt können wir nach unten, wo die Frau die ganze Zeit rummeckert, dass ihr Ratten auf den Pelz rücken. Gut, würde mich wahrscheinlich auch beschweren. Obwohl, Ratten sind niedlich, die kann man streicheln. Den kann man Streiche spielen. Aber ich bin immer noch vorsichtig. Es könnte sich immer noch um eine Falle handeln. Oder sogar um zwei Fallen. Guck, da sind die ganzen Ratten. Und, wo ist die nette junge Frau? Oder, ich weiß gar nicht, ob die jung ist, aber... Guck, hier kommen wir auch aus dem Haus wieder raus, so wie wir das möchten. Ganz einfach. Hier draußen sind ja keine Wachen mehr. Und da ist das Artefakt. Und da liegt ein Leichi. Hat doch gerade noch jemand um Hilfe gebettelt. Wo ist die Person denn? Hallo? Ah, da hinten. Okay, ich muss also die Ratten beseitigen. Armbrust. Brandbolzen. Brennratten, nicht? Einige von ihnen. Die meisten. Sind da noch welche? Ja. Hat das jetzt Auswirkungen auf den Schwarm? Ich habe fast das Gefühl, dass da immer neue kommen. Ich habe lange nicht mehr viele Bolzen. Kommen die irgendwo aus der Wand raus oder so? Müssen wir da irgendwas... Ich weiß es nicht. Ich werde sie einfach alle abstechen. Ja, ich sehe keine Ratten mehr, aber hier sind natürlich noch lecker mudrige Leichen. Und da haben wir ein Knochenartefakt. Albinos. Du begegnest öfter weißen Ratten. Warum? Warum? Und das Buch kann ich... Tyrions Tagebuch. Aha. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt, also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag, Monat des Windes. Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den nahen liegenden Straßen, aber betritt nie dieses Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem, aber ich konnte nachts etwas stehlen. 2. Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. 4. Tag, Monat der Dunkelheit. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht so recht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Das glauben wir mittlerweile alle. Huch. Das ist auch nur, der hat auch kein Geld mehr in der Tasche. So, was ist mit Ihnen, gute Frau? Alles in Ordnung? Ja, danken Sie mir nur nicht. Danke für die Hilfe. Ja, bitte, ich dachte, gern geschehen. Ich wäre sicher, aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot, so wie alle anderen von hier. Ja, ja. Nur du nicht. Was für ein Zufall. Na gut, ich freue mich, wenn ich Leuten helfen kann. Und das Knochenartefakt habe ich auch eingesackt. Das heißt, ich glaube, es geht weiter für mich. Und die macht hoffentlich auch keinen Stress. Oh, ich muss einfach durch diese Tür, sagst du, zum nördlichen Ende. Ja, machen wir das so einfach mal.
nördlicher Bridgeway. Und es wirkt ruhig. Zu ruhig, womöglich. Oha. Da sind Ratten. Hallo. Ihr tut mir nichts, ne? Nö, Ratten sind lieb. Die meisten. Viele, manche. Da scheint eine Leiche zu liegen. Oh, nicht nur eine. Das muss ja lecker riechen hier drin. Die Fliegen hier schon am Schwirren sind. Ja, immerhin eine faulige Birne noch. Oh, wie sieht es hier übrigens aus mit... Über mir ist ein Knochenartefakt. Da hinten ist eine Rune. Und da hinten ist Sokolovs Haus. Ich nähe mich also sehr, sehr langsam Sokolovs Haus an. Sehr, sehr langsam. Send us food, not bullets. Ja, bitte mir essen keine Kugeln. Oh, hier ist dicht. Ich dachte, wir würden hier noch weiter hochkommen. Noch ein Artefakt ist anscheinend nebenan. Ja. Können wir hier jetzt eben dran vorbei teleportieren? Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Boah. Dann können wir ja weiterziehen. Na Leute, alles im Lot? Ja. Quiek, quiek, quiek. Das sage ich ja auch sehr oft. Da oben müsste man wahrscheinlich rein für das Knochenartefakt. Befürchte nur wieder hinter jeder Biegung Wachleute. Und irgendwas rauscht hier so komisch. Ich kann nicht der Einzige sein, der es hört. Ach, guck mal, hier ist das Treppenhaus. Man kommt also doch dran vorbei, nur nicht durch Teleportieren. Da hinten ist wieder so ein Blitztor und mindestens eine Wache. Aber da ist auch ein Walöltank für das Blitztor. Warum ist hier alles zusammengebrochen, sag mal? Hier kommen anscheinend noch höher. Ich nehme erstmal die Treppe, das ist wahrscheinlich einfacher. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Super. Muss ich doch irgendwie über den Balkon. Aber das lässt sich wohl einrichten. Was haben wir da denn schönes? Wasser des Lebens. Und 3 von 3 haben wir gefunden. Wenn du aus Brunnen trinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deiner Gesundheit. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Habe ich denn einen Brunnen in der Nähe? Nee, dann brauche ich es jetzt gerade nicht. Das hier können wir einschlagen. Ich mach's mal. Merkt niemand. So, ich will einfach... Oh, was haben wir da? Die Kaiserin. Es gibt doch noch Menschen, die der Kaiserin treu waren. Na gut, eigentlich waren sie alle der Kaiserin treu. Sie denken ja, ich hätte sie ermordet. Aber es gibt bald eine neue Kaiserin. Die sitzt bei uns zu Hause im Pub. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie den Thron besteigen kann, was ja sicher sehr einfach ist. Hier, die Tür ist offenbar zu. Da unten sind Ratten. Gehen wir da rüber aufs Dach. Da unten sonst noch nichts weiter anscheinend. Sie haben schon wieder diesen Blickdorf, Grayson. Haben doch nicht schon wieder nachgedacht, oder? Alle anderen werden von der Seuche. Nein, 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 Sir. Nicht nachgedacht. Ich habe mich nur gewundert. Wenn Sokolov an einem Heilmittel für die Seuche arbeitet, warum fragt er dann immer nach gesunden Bürgern? Hm. Wenn Sie verstehen, Sir.
Sie haben keinen Sinn für die Naturphilosophie. Offensichtlich nicht. Natürlich, weil die bereits Infizierten nicht lange genug leben, um Sokolov irgendwelche nützlichen Informationen zu liefern. Dennoch eine Schande. Zum Beispiel diese Frau neulich. Sah sogar gut aus. Schien nett zu sein. Eine Schande, dass sie sterben muss. Doch so schreckliche Art und Weise. Sag bloß, er benutzt die Leute für Experimente. Wie geht uns nichts an? Das ist ja krank. Oh, da müssen wir hin. Laborratten für Sokolovs Experimente. Ja, super. Ja, bezeichne Menschen ruhig als Ratten. Richtig. Warum sollte ich mir um ein paar elende Ratten Gedanken machen? Die sterben früher oder später sowieso. Ich wundere mich besser über die Geräusche aus dem Lagerhaus. Richtig? Ich meine, worum ging es da? Viel besser. Sie werden es weit bringen, Grayson. Eure Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. 3 Monate ist noch eine lange Zeit. So, da oben ist die Rune. Die will ich mir unbedingt noch holen, bevor es weitergeht. Also ich muss da aufs Dach. Oh, da ist auch ein Wachleut, sehe ich gerade. Können wir da auf den... Ja, können wir. Jetzt sitze ich irgendwie auf 7:30. Wie komme ich möglichst unauffällig hinter den? Bewegt er sich noch weg oder... Oh, da unten laufen jetzt ganz schön viele rum. Ist das hier Sokolovs Haus? Bin ich hier schon fast drin. Ah, er bewegt sich. Die Frage ist nur, gelange ich in seinen Rücken? Was war das? So nicht. Ja, wenn ich jemanden jetzt sehen könnte. Ach so, ich habe ja zur Not Nachtsicht. Na geil, jetzt guckt er mich natürlich genau an. Er hat Dice, sag ich nur. Ja, so wird das schlecht was. Ich habe noch einen Betäubungsbolzen. Der ist für dich, mein Freund. Der ist für dich. So, hier sind wir in Sokolovs Haus. Da drin sind Leute. Warum sitzt der auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die sehen mich nicht aus da drinnen heraus. Können wir da ganz oben rauf? Wenn ja, warum nicht? Wenn nein, warum nicht? Ich hätte eigentlich auch von unten reingehen können. Ich muss sowieso hier in das Haus rein. Aber ja, jetzt bin ich drauf. Vielleicht hätte ich erst die ganzen Wachen unten ausschalten sollen. Meine Hoffnung ruht auf Formel 25. Eine Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Testsubjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Hautverschorfungen. Hautverschorfungen. Okay, Sokolov ist hier drin und da hinten saß noch jemand am Boden. Ah, sind Sie wach? Wie viel? Viel schlechter. Hab ich die Seuche? Bitte, Sir, ich will nicht sterben. Wer will das schon? Na, niemand wird sterben. Es geht Ihnen viel besser, Nummer 312. Die Formel, die ich Ihnen verabreicht habe, wirkt wie geplant. Ich kann sie noch nicht gehen lassen, weil meine Studien noch nicht abgeschlossen sind. Aber ein weiterer Tag sollte dafür ausreichen. Wirklich? Sie lassen mich morgen frei? Ich werde nicht sterben? Ja, morgen werde ich die Wachen beauftragen, sie aus dieser Zelle zu holen. Vielleicht am späten Vormittag. Aber diese Schmerzen, können Sie mir nicht etwas gegen die Schmerzen geben? Ja, Opium, bitte. Ich habe viele Schmerzmittel, aber ich kann Ihnen keine geben. Das könnte meine Forschungen stören. Sie sollten dankbar sein. Dank meiner harten Arbeit und Hingabe haben wir schon bald ein Heilmittel für diese schreckliche Krankheit. Na, das glaube ich, wenn ich es sehe. Ja, danke, Sir. Danke, danke. Okay. Ich höre Schritte. Hier kommt doch wohl keiner hoch. Gut, ich muss mir Sokolov schnappen.
Oh oh. Was? Wie sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Oh, er hat mich gesehen. Ihre Tätowierung ist sehr ungewöhnlich. Sie erinnert mich an die Höhlenmalereien außerhalb der Stadt, die ich einst studierte. Aha, aha. Wer hat Sie geschickt, Piero? Der Eifersüchtige. Kein Grund, sein Schoßhündchen zu sein. Sie und ich können uns einigen. Ich kann mehr als das bieten, was Piero Ihnen versprochen hat. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß nicht, wie Sie all die Wachen überwunden haben, aber ich nehme an, wollten Sie meinen Tod? Dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich Vermutlich. Kann Ihnen alles geben, was in meiner Macht steht, wenn Sie mich nur gehen lassen. Sie scheinen ein intelligenter Mann zu sein. Hör auf zu labern, Junge. Ich nehme ihn einfach mit. Ziel neutralisiert. Jetzt muss ich ihn nur irgendwo hin abliefern. Mach es auch noch bewusstlos. Ja, habe ich gemacht. Ich werde ihm ja nichts antun. Bringe Sokolov zu Schiffer Samuel unter der Brücke in der Nähe von Sokolovs Wohnung. Sehe ich eine Markierung dafür? Nein, natürlich nicht. Erstmal nehmen wir die Rune mit. Danke. Dann Gesundheitselixier. Oh, Lieutenant Niles Bericht. Wie gewünscht bekommen Sie hiermit eine Probe des Elixiers, das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird, von dem wir annehmen, dass es in einer der verlassenen Destillerien gebraut wird. Zweifellos ist nicht so wirksam wie Ihre Formel oder gar Pyrus Arznei, aber die Leute sind verzweifelt. Wir konnten die weiteren Zutaten nicht identifizieren. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Was noch von Interesse sein könnte. Einige Männer der Wache haben auf wiederholte Nachfrage zugegeben, dieses Zeug gekauft und getrunken zu haben, weil es günstiger als die beiden bekannten Marken ist. Keiner von ihnen klagt über Übelkeit oder Nebenwirkungen. Es mag zwar nicht vor der Seuche schützen, aber immerhin scheint es nicht schädlich zu sein. Lieutenant Christopher Niles, zweites Feldapotheken-Einsatzkommando Stadtwache Donwall. Gut. Was passiert, wenn ich an dem Kurbelrad drehe? Ich habe Angst.